Willkommen zurück bei einer neuen Folge XCOM Files. Wir haben die Forschung für die Wehrkatze abgeschlossen. Diese halbe intelligente Kreatur ist nicht nur stark, sondern auch sehr schnell für ihre Größe. Sie lebt in Dschungeln und Wüsten, wo sie verschiedene mittlere und große Tiere jagt, darunter Menschen. Sie scheint zumeist ruhig und gefasst, aber sucht mit großer Entschlossenheit und Geduld nach einem Weg, ihrem Gefängnis zu entkommen. Ihr Gewebe hat genetische Eigenschaften von Mensch und Katzen, was nur bedeuten kann, dass sie durch fortgeschrittene Gentechnik erschaffen wurden. Okay, das, dann haben wir die zumindest jetzt aus dem Weg. Wir können auch die Tote erforschen. Und eine ballistische Weste ist angekommen. Das ist nicht sonderlich interessant. Dann haben wir die Beschaffung der Schrotflinte. Machen wir den Vorschlag, haben wir, der sollte relativ schnell gehen. Ich weiß noch nicht genau. Oh, die Ospreys sind da. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, laden, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Tut mir leid. Also, rüsten wir die Leute aus. Und zwar laden wir mal das Loadout von der Libelle. Nicht genügend Ausrüstung für die Truppe. Was? Ach, weil die Libelle alles hat. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Wie machen wir das am besten? Ich könnte die Bälle einfach verkaufen, aber vielleicht brauchen wir die für irgendwas noch. Deswegen würde ich sagen, beißen wir in den sauren Apfel und ja, die Libelle 6. Meine Güte, ich bin schon wieder ein bisschen durcheinander. 400.000, aber dafür haben wir dann das ganze Zeug. Und die ganzen Leute werden wir jetzt auch ändern. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen so eine KI-Einheit mit. Brauchen die... Die brauchen wahrscheinlich noch irgendwas. Ach, wie stimmt, wir haben ja... Wir haben noch die Psi-Fähigkeiten. Ich meine, wir können mal kurz durch die Agenten durchgehen, was noch, die schon irgendwie ein bisschen was können hier. Mies, Valentina geht. Mies, Leo Willem ist leider auch nicht so toll. Anatoli, mittelmäßig. Philothea, mittelmäßig. Okay. Wie dem auch sei. Ich denke, wir brauchen mehr Leute. Und wir müssen nochmal gucken, was kann die KI-Einheit... Ich möchte noch irgendwie... Bevor ich es vergesse, lass mich... Ich will eine Sanitätsdrohne haben. Lass mal die Hälfte abziehen. Okay, das dauert nicht so lange. Ich glaube, die KI-Drohne ist nur so scoutmäßig unterwegs. Dann... Ja, hier haben wir, werden wir einfach alle hinzufügen, die gehen. Und wir haben einen Mann zu wenig, okay. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch, wir brauchen mehr Leute. 6 Stück, plus Westen. Dann dasselbe in Indonesien. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler auf allen Stützpunkten, die Dinger zu kaufen. So, ihr hoch. Dann Ausrüstung rein. Und wir brauchen auch hier, machen wir noch 6 Leute mehr. Nein, kein Kevlar. Ah, der Lagerplatz. Okay, wisst ihr was? Wir
schmeißen das alles ins HQ. Ist ein bisschen doof. Ich habe zwar zwischen den Episoden im Hauptquartier ausgemistet, aber nicht bei den anderen. Also, Schlicksterne, Megaskorpione, das kann alles, glaube ich, weg. Fetter. Ne. Okay, die Lebendigen nicht. Was ist mit der geheimen Schriftrolle? Luwus geheime Schriftrolle. Schmeiß die auch mal rüber. Weil vielleicht kann es sein, dass wir die nicht erforschen können. Das Zeug brauchen wir hier auch nicht. Durafaden kann auch rüber. Passt. So, ich glaube, zwei brauche ich noch. Und das ganze Zeug ist angekommen. Vorschlaghammer. 60 Erschütterung. Das ist relativ schwer. Diese Waffe ist nicht für Genauigkeit gebaut, sondern für Schlagkraft. In äußerst starken Händen kann sie absolut verheerend sein. Ja, Nahkampf. Und Stärke. Sehr was für die Heavies. Das Problem ist, sie müssen dann auch noch treffen. Okay, dann machen wir mal. Was bringt uns die Biochemie? Ach, die Pfeiltrommeln. Tiermenschformel. Antike Außerirdische. Okay, komm, das hört sich spannend an. Das hört sich spannend an. Tote Wehrkatze. Dieser Mutant halb Mensch, halb Katze hat beeindruckende Muskeln, Fänge und Krallen. Sein genetischer Code scheint künstlich, aber sicherlich jenseits der Möglichkeiten gegenwärtiger Gentechnik. Sehr gut, hätten wir das auch durch. Was ist mit diesem Flammenhandschuh? Und wir können das Plasma machen. Fantastisch. So, ausrüsten. Sind wir gut dabei. Und ich muss noch die... wir müssen sowieso noch warten, bis die Leute ankommen. Dann würde ich sagen, können wir die Libelle eigentlich auch langsam aber sicher mal verkaufen. Lass uns da noch mal... Ach, meine Güte, das wird... Nee, weißt du was? Wir lassen das. Wir lassen... die Libelle erstmal sein. Da haben wir zwei Libellen noch. Das ist in Ordnung. So, ich hoffe, wir sind schnell genug da. Wir haben keinen 16. Mann, oder? Nein. Sind sogar alle fit. Wer hätte das gedacht? Okay. 15 Leute gegen einen Außenposten sollte eigentlich okay sein. Okay, ja, die Geschwindigkeit macht sich bemerkbar. Es wird, das ist Außenposten, das heißt, es wird ätzende Assassinen geben. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen länger wahrscheinlich mit ausrüsten, weil wir unglaublich viele Leute haben. Ich hoffe, wir haben genügend Waffen dabei, bis gleich. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen wild zusammengewürfelt. Glücklicherweise haben wir genügend Waffen, aber ja. Wir haben einen mit einer Deagle, dann haben wir einen mit einer USP. Und eine mit einer Black Ops Pistole. Es hat nicht wirklich System, was ich hier gemacht habe. Man sieht jetzt auch die Psi-Fähigkeiten, das ist noch interessant. Einfach zur Information: Die ein X haben, haben sehr schlechte Psi-Fähigkeiten. Die ein P haben, haben gute. Und die ein großes P haben, haben sehr gute. Und die nichts haben, sind so zwischendrin. Ja, dann haben wir ein Heavy hier mit dem Maschinengewehr, Shotgun, UAC-Gewehr, zwei Stück, Sniper, Shotgun, Sniper, Sniper und das war's. Okay. Coole Sache. Schwarzer Lotus. Hier ist die Base. Wir haben nicht sonderlich gut geparkt, wenn wir ehrlich sind. Was haben wir? Ich weiß nicht, ob die mit dem Ding hier Reaction feiern kann. Die anderen sollten weit genug weg sein.
Ja, das sind auch noch mal ein paar. Das sind auch noch mal ein paar. Das warst du. Er hat eine Shotgun. Ungefährlich. Oh, den haben wir noch mit Uzi. Okay. Wir warten mal noch. Ich möchte eigentlich nicht smoken. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass smoken eher ungeil ist. Oh je. Wow, herzlichen Glückwunsch, du hast sie getötet. Der hier hat eine Elektrokeule, weil er relativ gute Nahkampffähigkeiten hat. So, der ist wichtig mit seinen scheiß Messern. Dann, du hast ja keine Messer. Wobei, das Messer ist auch ein Messer. Das ist fortgeschrittene Logik, meine Lieben. Das Messer ist auch ein Messer. Wer hätte das gedacht? Die fantastische Erkenntnis. Oh, komm schon. Ach, komm schon. Okay. Nächster. Fantastisch. Okay, hier hinten sind keine mehr. Das ist das Ende der Map. Da haben wir noch einen in der Heavy Shotgun. Aber der macht mir jetzt nicht so Sorgen. Mit dem Ding dürfte er auf die Entfernung eigentlich nichts treffen. Okay. Wie gesagt, wir smoken nicht. Ich meine, wenn wir jetzt ein oder zwei verlieren, who cares eigentlich? Nein, das Problem ist, es kostet Geld. Das Problem ist, es kostet Geld. So, du positionierst dich hier. Hast den da gesehen und den da. Okay, guck mal, ob du den hier wegkriegst. Und ja, der ist nicht so eine Gefahr. Weil das Problem ist, wenn ich anfange zu smoken, da kommen irgendwelche Penner mit den Wurfmessern, kommen durch die Smoke, wir sehen sie erst zu spät und dann. Die Wurfmesser sind wesentlich gefährlicher, als wenn sie da ein paar Mal schießen mit irgendwelchen kleinen Pistolen wie einer Beretta oder sowas. Okay. Eins, zwei. Ein Aim geht sich nicht mehr aus. Machen wir zwei Snaps. So, dann. Ich würde sagen, aufstellen. Ich weiß noch nicht genau, was ich von dem Ding halten soll. Eigentlich ist es ziemlich gut, aber es fühlt sich fast ein bisschen OP an. Also jetzt für, wenn man es vielleicht mit einem Sky Ranger oder so. Wie viele Wunden hast du? Drei. Ah, das ist ätzend. Das ist ätzend. Glücklicherweise gibt es noch keinen Reaction Fire. So. Medkit in die Hand. Den Kollegen heilen. Okay. So, ihr beiden. Hier raus. Das ist ein bisschen voll, aber
Wir haben zu viele Soldaten. Das ist, muss es ganz klar so sagen. Aha, da ist noch eine Bitch. Die kann da nicht wirklich viel machen da hinten. Außer Vision geben, aber das ist okay. Gut. Erste Runde, wir sind erfolgreich draußen. Okay, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht friendly feiern. Und ich vermute mal, jetzt werden dann auch die anderen Missionen ein bisschen ringer von der Hand gehen. Also die schwereren können wir jetzt dann angehen mit dem. Dafür sind die da wahrscheinlich. Weil für die Außenposten brauchen wir das ja nicht unbedingt. So, das kann runter. Du bist sogar wieder voll geheilt. Ah, war der falsche, aber who cares. Ich weiß nicht, die Dinge sind mehr, verhalten sich mehr wie eine Shotgun, als wie tatsächlich ein... als tatsächlich wie... Okay, das geht nicht. Wie ein Gewehr? Ich meine, es ist nicht schlimm oder so. Man muss es halt wissen. Wow. Du hast ein paar Mal getroffen. Dafür der mit den besseren Stats nicht. Okay. So, wir gehen mal ein bisschen verteilen uns. Aha. Wen haben wir denn da? Wo sind unsere... Okay, du könntest den da übernehmen. Okay, der sieht uns. Der ist ungefährlich. Was ist denn der einzige, den du siehst? Eins, zwei, drei. Ich glaube, jetzt haben wir auch genügend Leute, dass wir zum Beispiel sagen können, wir verwenden einen Spezialisierten, der vor allen Dingen einfach wirklich auf Nahkampf geht. Also je nach Mission. Ist ein bisschen ein Overkill, oder? Aber dann kriegst du zumindest XP. Und das ist wichtig. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, mit 10 Schüssen einen mehr oder weniger... Weißt du was? Machen wir die Bitch mal weg. Wo sind eigentlich unsere Shotgun-Typen? Nur mal so salopp gefragt. Du hast keine Vision? Okay, dann... Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du den triffst. Es wird auch... Ach, hier ist unser Shotgun-Typi. Es wird auch unübersichtlicher mit dem... Warum siehst du den nicht? Mit dem, wer hat noch Zeiteinheiten und wer nicht. Aha.
der nächste. Oh, du siehst den. Das war eigentlich nicht den, den ich erwartet habe, aber das ist auch okay. Wir sind da nicht so wählerisch. Hier ist der zweite Schotti. Es ist zweite Runde, das heißt, es können noch keine Granaten kommen. Really? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Irgendwo sind noch zwei Unsichtbare. Das wird definitiv jetzt einfacher gegen die Unsichtbaren, aber etwas, das ich im Hinterkopf behalten möchte. Es war jetzt ein bisschen riskanter, einfach durch die Leute durchzuschießen, aber ich dachte mir, okay, der ist genau genug. Das passt. Weil das Gute ist, in den ersten drei Runden, solange noch keine Granaten kommen, haben wir jetzt genügend Leute, um unmittelbar das Gelände zu sichern. Und das hilft uns dann in der dritten Runde, uns wirklich sauber trennen zu können. Plus wir haben Leute, die dann zum Beispiel hochheilen können und so weiter und so fort. Okay, also du hast zwei Wunden abgekriegt. Dann würde ich sagen, das ist alles nicht optimal. Really? Okay. Drop das mal. Geh da hin. Und lass dir helfen. Ich glaube, die Assassinen haben keine Granaten, aber das ist reine Spekulation. Wir wissen jetzt auch nicht, von wo sie kommen. Wen sehen wir eigentlich noch? Die drei, okay. Eine wird sterben wahrscheinlich. Die ist in einer Position, wo sie höchstwahrscheinlich ein Messer abkassiert. Okay, die sind ziemlich weit weg. Und das bringt auch nicht wirklich dahin zu schießen. Era, du bist kein Rookie mehr. Glückwunsch. Okay, es ist momentan sauber. Da. Wir sind mehr oder weniger gut aufgestellt. Ja. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ein, zwei verlieren wegen den Assassinen. Das ist. Ja, das ist der erste. Hat aber. Das ist vielleicht der zweite. Era. Ich hab dich vorhin gelobt, dass du kein Rookie mehr bist. Ach, du brauchst auf jeden Fall Hilfe. Okay, ich weiß noch nicht genau, wer dich heilen kann. Wie viele Wunden hast du? Zwei. Schaffst du es bis hier? Fast. Machen wir das so. Das kann wieder runter.
Eins, zwei. Okay. Also, zuallererst die Assassinen. Numero uno. Dann war der Penner dafür verantwortlich, dass wir... Warum siehst du den nicht? Der hat unsere Holde... Ich habe ihren Namen vergessen. Getötet. Eins, zwei. Und tschüss. Gut. Dann kommst du hier rüber. Wo sind unsere Shotguns? Hier. Ich denke... Also der zweite wird entweder von hier unten irgendwo kommen oder auch wieder von der Seite. Und es, ich meine, es waren bisher immer zwei gewesen. Das war nicht sonderlich gut. Okay, wie gut triffst du, ohne die Kollegen zu töten? Gut. Der kommt in der nächsten... Nein, du wirst jetzt gar bestimmt nicht durchschießen. Snapshot. Ah, 40 ist zu wenig. Du würdest voll Saat anschießen. Dang it. Genau deswegen wollte ich nicht schießen. Ah, Reaction Fire. Aus der Hölle. Eine. Oder hast du selber eins? Nein, hast du nicht. Okay. Übernehme Cornelia die Führung. Eins, zwei, drei. Cornelia trifft aber nie was. Der mit dem Stock ist mir eigentlich egal. Eins, zwei. Okay, das war ein Treffer, Trino. Gut. Auch ein bisschen beängstigen, hätte es in Friendly Fire ausarten können. Na, ja, der ist zu weit weg. So, dann, die andere Gruppe. Wo ist der eine? Ach, das ist immer noch der. Ich hab's schon wieder vergessen. Rosa... Dann du da. Für den Fall der Fälle. Savo könnte noch was machen, aber... Wir haben keine Vision. Gehen wir den Zug ab. Ist okay. Okay, das sind sehr optimistische Reaction Shots. Man müsste irgendwie einstellen können, dass... Wenn die Chance, ich sage jetzt mal, unter 10% ist, dass sie dann... gar nicht erst nimmt und man irgendwie zum Beispiel eine Meldung kriegt, okay, er hat absichtlich nicht Reaction Fire gemacht, weil die Chance zu niedrig war. Das war falsch. Sniper. Hier unten war noch irgendwo einer. So, du kommst hier drüben hin. Savo, der wurde befördert, nachdem wir die anderen beiden Kommissare in den Sand gesetzt haben.
Na, Tigran hat nicht mehr wirklich was. Okay. Uns fällt primär der Assassin. Oh, du Bastard. Ist so ein Penner. Oh. So ein Penner aber auch. Lebt immer noch. Vier Leute verloren. Es war total unnötig. Ich meine, wir hatten niemals, wir sind niemals Gefahr gelaufen, die Mission zu verlieren. Aber vier, also dann drei noch gegen einen Assassin zu verlieren, das ist schon sehr bitter. Aber okay, was soll's. Vor allen Dingen wird das teuer. Das wird teuer. So, transferier mal die ganzen Kisten weg. Oh. Und Gewehrmagazine. Viele Beförderungen und vier Tote. Ja, das Geld ist am Anschlag. Da, Waffenkisten. Problem ist, wir haben jetzt in Anführungsstrichen nur noch 9 Leute. Wir brauchen dringend Verstärkung. Okay, das ist angekommen. Dann können wir das schon mal wieder ausrüsten. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was an Forschung bekommen in die Tiermensch-Formel. Die Magma-Kooperation hat ein sehr interessantes Material über Tiermensch-Hybriden zugesandt. Anscheinend haben sie eine uralte Tafel aus Assyrien gefunden, die mit wissenschaftlicher Präzision wichtige Aspekte der Kombination von menschlicher DNS mit DNS anderer Säugetiere beschreibt. Wir haben keine Ahnung, wie die Assyrer darauf kommen, aber die Tafel ist zweifellos authentisch. Antike Außerirdische. Bringt uns nichts. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Das sieht nach Lore aus. Mach mal Tarnung Wissenschaftler. Das sollte relativ schnell gehen. Und Soldaten. Die dringend notwendig sind. Fehlt aber immer noch einer. Okay. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich kaufe nochmal 2. So reservetechnisch. Okay. Bei euch machen wir direkt mal den mit den guten Psi-Fähigkeiten, versuchen wir hochzukriegen. Vielleicht nicht in vorderster Reihe. Aber zweitvorderste sollte okay sein. So, fantastisch. Wir sind ready für weitere Schandtaten. Ach, der Osprey. Wie schaut's mit der Produktion aus? 2,14. Ballistische Westen. Wumms! Der Rat wurde wegen einer Welle von Gewalttaten in Wellington alarmiert, verursacht von anscheinend bio-verbesserten Straftätern. Sie stehen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Storm-Serums und man gibt uns die Schuld, weil wir sie noch nicht aufgehalten haben. 20 Minuspunkte. Wie sieht es punktetechnisch aus? Gut. Bisher. Mitte des Monats. Okay, wir sind schon Mitte des Monats. Ich dachte, dann kommt dann wieder irgendwie eine ganz üble Mission, wo wir keine Chance haben. Okay, du bist ein richtig mieser Soldat. Du kannst direkt in die vorderste Reihe. Kanonenfutter. So nennt man dich. Plus Training. Dann Training hier. Kein Platz. Wir brauchen definitiv einen zweiten Übungsraum. Allerdings fehlt uns ein bisschen momentan das Geld dazu.
Die Quartiere sind abgeschlossen. Okay, dann hätte ich ganz gerne 8 Ingenieure. Shani Sande hat das Training abgeschlossen. Sehr schön. Dann der nächste bitte. Und Sanitätsdrohne wurde gebaut. Das heißt, wir würden die KI-Einheit rausschieben und stattdessen, wo ist die Sanitätsdrohne? Wo ist die Sanitätsdrohne? Wir haben die doch eben gebaut. Sanitätsdrohne. Was klappt? Warum nicht? Müssen wir noch mal was produzieren? Wir haben doch eine. Warum kann die nicht ausgerüstet werden? Oder müssen wir da erst irgendwie Wiederherstellung KI-Einheit im Einsatz getötet? Kostet uns das was? 6.000. Okay. Transformation. Mach einfach mal. Das kostet nicht wirklich viel. Ha. Ist das Ding, vielleicht muss es... Rea 500. Okay, ich verstehe nicht genau, was los ist. Oder ist das Ausrüstung? Sanitätsdrohne. Sehen wir nicht. Spähdrohnen-Muni. Nimm das mal mit. Ich glaube, die Dinger hier sind Spähdrohnen. Du kannst eigentlich weiter... Egal, ich weiß nicht genau, was mit der Sanitätsdrohne los ist. Wir haben eine anscheinend. Weil wir können eine verkaufen. Aber... Panzeraufklärer. Oder brauchen wir hier noch was? Spähdrohnenmuni. Ich sehe nichts. Sonst noch irgendwas, was wir produzieren müssen? KI-Einheitenkonstruktion. Ha. Oder vielleicht... Vielleicht ist es eine Waffe für die KI-Einheit? Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Aber hier war nichts mit... Drohne. Von dem her bin ich mir unsicher, was es zu bedeuten hat. Okay, egal. Ich werde sonst offscreen mal nachgucken. Irgendwann mal oder damit rum experimentieren. Indonesien, das ist in Ordnung. Ein UFO. Okay, es ist gelandet. Und zwar in der Antarktis und es ist Nacht. Ich denke, wir warten. Okay, das Ding ist
wieder weg. Ungeheuer terrorisieren Irkutsk. Okay, dann gucken wir uns mal die... Gucken wir uns das mal an mit der KI-Einheit in der nächsten Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.